Bald ist es endlich soweit. Die neue Staffel Willkommen bei den Reimanns startet. Doch mit einer kleinen Veränderung. Die Reimanns. Sie kehren Hawaii den Rücken. Als sie 2004 mit Goodbye Deutschland von Hamburg nach Texas auswanderten, ahnten Conny und Manu Reimann wohl noch nicht, wie sich ihr Leben in den kommenden Jahren verändern würde. Mittlerweile sind sie Deutschlands beliebteste Auswandererfamilie, leben auf Hawaii und lassen ihr Leben weiterhin von den TV-Kameras begleiten, damit die Zuschauer die Familie bei den wildesten Abenteuern beobachten können. Dabei lässt sich vor allem Conny immer wieder etwas Neues einfallen. Er ist es auch, der ab und an den Wunsch zu verspüren scheint, den Wohnort erneut zu wechseln. Mittlerweile lebt das Paar bereits seit 7 Jahren auf Hawaii, doch immer wieder werden Gerüchte laut, sie könnten die Insel vielleicht bald schon verlassen. Ist der Zeitpunkt etwa näher als bisher gedacht? Die Reimanns. Roadtrip durch die USA. Der Starttermin für die neue Staffel Willkommen bei den Reimanns steht fest, ab dem 8. Januar können sich die Fans auf neue Folgen freuen, wie Manu vor wenigen Tagen bekannt gab. Weitere Details waren bisher nicht bekannt, doch nun wurde eine große Veränderung angekündigt, die Staffel wird nicht auf Hawaii stattfinden. Stattdessen packten Manu und Conny ihre Koffer und machten sich auf den Weg quer durch die 17 Staaten der USA. In 4 Wochen wollen sie rund 8000 Kilometer zurücklegen. Eine stolze Strecke, mit der sich das Paar einen alten Lebenstraum erfüllen will. So wollen sie auf ihrer Reise die längste Zipline Amerikas ausprobieren, den nassesten Wanderweg zwischen Kanada und den USA am Fuße der Niagarafälle bewältigen und als Geburtstagsgeschenk für Conny einen Spaziergang auf den Flügeln eines fliegenden Flugzeugs machen. Eines steht also fest, langweilig wird es bei den Reimanns nie. Wie sie sich auf ihrer Route schlagen, erfahren die Zuschauer im kommenden Jahr.